So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Odyssey. Und wir haben in der uralten Schmiede hier hinten auf Andros aufgehört. Aber ich habe dann gesehen, das ist mir dann aufgefallen, als ich weitermachen wollte, dass da stand 4 vor 9. Und dementsprechend können wir den Speer noch gar nicht weitermachen. Da hatte ich einen Denkfehler. Ich dachte, die Mission ploppt auf und dann können wir da was machen. War aber nicht so. Deswegen machen wir jetzt die Hauptmission weiter. Und zwar ist das der zweite Strang, den wir gekriegt haben, oder den Hinweis, den wir gekriegt haben von Alcibiades, wo unsere Mutter sein könnte. Das erste war ja das mit den Priestern und jetzt müssen wir nach Korinth. Und man sieht schon, es ist viel auf dem Weg bis dahin. Ich versuche nicht alles zu machen, aber so ein Lager oder so ein Ort, den werden wir definitiv mitnehmen. Aber das Ziel ist jetzt da über einen Kilometer entfernt. Und das werden wir machen. Weil wir müssen die Hauptmission ja auch irgendwann mal weitermachen. Wir haben noch so viele Orte, die auch da im Umkreis sind. Das heißt, wenn wir die Mission gemacht haben, dann werden wir uns da erstmal wieder austoben. Erstmal da einiges machen. Oh, warte mal. Die geht weg. Also können wir stehen. Ach, guck mal, da ist so ein Kopfgeldjäger. Aber als ich gerade geguckt habe, war das Europa. Hier im Puma. Da läuft sie. Nee, sie ist alleine. Boah, weißt du was? Hier. Du wirst ein Söldling sein. Der war gut. Letzte Warnung. Mich verhaschen? Europa. Oh, okay. Oh. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Wo hast du denn deinen Puma gelassen, hä? Oh, ausweichen, 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 ausweichen. Hast du noch ein paar letzte Worte? Nein, eigentlich nicht. Aber du bist gut. Das sind meine letzten Worte. Du hast es drauf. Okay. Ja. Eigentlich will ich dich treffen. Nicht umgekehrt. Boah, was ist hier entfernt? Boah, doppelt ausgewichen. Ist ja ein richtiger Ninja. Boah, ja. Okay. Ist gut. Ich bin auch gut. Haha. Gib hier, gib hier, gib hier. Jawohl. Okay, sehr gut. Da sind Wölfe. Die können dich mal angreifen, finde ich. Ins Knie. Ach, das machst du jetzt auch? Hör mal auf. Boah, perfekt. Komm, gib hier, gib hier, gib hier. Jawohl, jawohl. Europa, deine Zeit ist gekommen. Jawoll. Jawoll. So. Mann, Mann, Mann. Wir haben schon lange. Es war überfällig, Europa. Wir sind uns zu oft begegnet. Endlich bin ich sie los. Aber es war schon schwierig. Das muss man zugeben, sie war wirklich gut. Wenn ich diese Fähigkeit mit dem Nicht-Heilen nicht hätte. Oder mit dem Heilen nicht hätte, so. Dann hätte ich das verkackt.
So, was haben wir denn jetzt hier alles auf unserem Weg? Ein Olivenbaum. Oh, hier. Noch ein Olivenbaum. Okay. Na komm. Und lebt noch einmal. Zack. Keine Macht im Fallschaden. Ich schnapp mir mal eben das Lager hier. Müssen wir sowieso hier hin in die Richtung. Von daher passt das. Hallo? Ach guck mal, die sind schon beschäftigt da. Ah, jetzt nicht mehr. Boah. Boah, ja. Mach ich mal hier deine Ruhe. Ja, sieh ja, jetzt haben die mich auch gesehen hier, oder was? Ja. Früher oder später wirst du müde. Ach, euer Ernst. Oh, 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 oh. Gib ihm. Oh, 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 oh. Rastiger Bogenschütze. Ja, sehr. Ja, klar. Und gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm. Jawohl. Ach, ja, sehr. Deine eklige Rotze da. Warte, warte, ich muss einmal mal ganz kurz looten, danke. Jetzt gehöre ich wieder dir. Oh. Oh, der hält aber was aus, ey. Mann, Mann, jetzt gehen wir die kleinen Dolche, jetzt geht's los. Komm her. Ja, danke. Bist du denn? Da. Weg mit deinen dreckigen. Boah. Oh, daneben. So. Du bist frei. Der Hund, der kläfft nur. Der macht nichts. Dann noch den Wolf. Hier ist der Schatz. Jetzt gehst du. Okay, du machst doch was. Alles klar. Jetzt ist gut. Jetzt hör auf. Wo ist denn der andere Schatz hier? Den noch und dann haben wir das Lager hier erledigt. Hallo. Wo soll er denn da wieder hinlaufen? So, rennen wir mal hier weiter in 200 Metern. Hier ließ Jason also die Argo zurück. Hier, oh. Stimmt. Weil hier in 100 Metern ist was. Neuer Ort entdeckt, jawohl. Okay. Hat keiner gesehen.
Oh, gehen wir mal hier schon mal hin. Stillen schon mal die ganzen Chats. Oh, hier ist noch viel mehr. Ich sehe schon kommen. Ich komme heute nicht zur Mission. Ja, ist so die Befürchtung. Das ist auch nicht der hellste, oder, Kumpel? Oh. Oh, oh, oh. Okay, das hat definitiv nicht geklappt, wie ich es wollte. Hasamboss. Ey, ja. Ja, guck mal, Kick kann ich auch, guck mal. Bam. Okay, du bist down. Du. Ach, verdammt. So ein schlechtes Timing kann man bitte haben. Jawohl. Oh wow. Was für dumm. Okay. Aha. Den lass nicht kommen sehen, oder? Lass gut sein. Lass gut sein, Kumpel. Jetzt ist doch gut. Ja, ihr habt nichts gesehen. Geht einfach. Geht einfach alle weg. Ah, das nehmen wir ja alles mit. Okay. Hallo. Würdet ihr bitte rausgehen? Ja, ich weiß, das gefällt euch nicht. Aber es muss sein, tut mir leid. Wo ist der letzte Schatz? Ah. Okay, da. Der hat ja mal so gar nichts mitgekriegt, was hier passiert ist. Wird er auch nicht. Schade für dich. Sehr schade für dich. Ach, komm, ernsthaft. Will ich mit euch streiten, jetzt habe ich ein Kopfgeld. Ach. Warum? Warum denn nur? Na egal. Das Kopfgeldjäger, dann gehen wir da jetzt hin. Ich muss den Kopfgeldjäger jetzt erstmal eben hier bearbeiten. Hallo Freunde, was geht ab? Okay, da ist einer. Da sind zwei, okay. Oh, ein dicker Bursche. Okay.
Der ist hier nicht der Schlauste, glaube ich. Oh, hallo. Das überlebst du nicht. Ach, sag sowas. Frage ist, überlebst du das? Okay, alles klar. Jetzt können wir ein bisschen ruhiger angehen lassen. Okay. Ich kann ihn nicht töten. Ja, wir machen das anders. Machen das so. So. Und so. Jetzt ist er down. Haha. Du? Was geht ab? Ach ja, sehr. Was für Zeus. Zeus kannst du erstmal knicken. Ja, sehr. Ja. Geht doch. Ne, jetzt lasse ich dich nicht mehr frei. Gut, das haben wir auch gemacht. Da den Aussichtspunkt, den müssen wir erstmal eben holen. Ich sehe nämlich auch schon direkt, wo der sein kann. Da oben, wo die, oder da hinten, wo die Fahnen sind. Da auf der. Oh, hier komme ich aber. Oh. Ach, Phobos, wir haben alles schon geschafft, oder? Wir reiten hier über die Brücke. Ignorieren alle Fragezeichen. Ich glaube, wir sind hier bestimmt, die uns freundlich gesinnt. Ja. Oh, hier nicht. Okay. Wollte ich mich nicht eigentlich nicht ins neue Gebiet einfinden. Ich wollte das wirklich nicht. Korrekt. Die Stadt der Krüge, Huren und nicht viele mehr. Ja. Okay, da ist der Befehlshaber. Oh, das ist ein dicker Bursche. Oh. Hallo. Schön euch kennenzulernen. Oh, wo kommt ihr denn jetzt auf einmal alle her hier? Aus dem Weg. Oh. Oh.
Gut, haben wir wieder einen Mord an uns dran. Was soll's? Beutemesser. So wollte ich mich eigentlich nicht hier einfinden, aber gut. Ich konnte nicht ahnen, dass das ein bewachter Ort ist. Wie man es macht, macht man es verkehrt, würde ich jetzt mal so behaupten. So. Ja, und hoch. Oh. Da unten, da läuft er. Wer ist das denn da unten? Teukros, der Mund. Hier? Achso, ihr habt die Leichen gesehen, ja. Schön für euch. Ernsthaft, der läuft jetzt da hinten lang. Muss er auch hier lang. Na gut, er bleibt da hinten stehen. Ja, mal locker, das kann doch nicht wahr sein. Da hast recht. So, hier komm. Wo ist Antusa? Wo ist denn Antusa? Ach, hier komme ich nicht rein. Schade. Wäre zu einfach gewesen. Da geht's auch nicht rein. Da müssen wir auch nicht rein. Ach, ich glaube, wir müssen einfach mal hier hoch. Ach, jetzt ist der Kopfgeldjäger auch wieder hier. Soll mal weggehen. Laut Al-Kibir, das könnten die Hetären etwas über meine Mutter wissen. Ich sollte jetzt Antusa ausfindig machen. Ja, das habe ich vor. Kopfgeldjäger, ja, das kenne ich doch schon. Will doch nicht erst seit gestern. Ach, ernsthaft? Ach ja, sicher. Da. Ich habe kein Kopfgeld mehr. Geh jetzt weg. Hallo. Wer bist du denn, meine nette Dame? Du, Antusa? Ich? Antusa? Für dich kann ich alles sein, Liebster. Ich verlange weniger als die Hetären, aber ich verstehe etwas von meinem Handwerk. Ihr Name sagt dir also etwas. Antusa? Sie ist schon ewig hier, aber ich habe sie nie getroffen. Ich weiß, dass die Hetären gleichgestellt zusammenarbeiten, doch Antusa ist besonders. Sie spricht, die anderen hören zu. Ich habe noch keine Hetäre getroffen. Glaub nicht alles, was du hörst. Sie verkaufen, was viele von uns in Korinth verkaufen. Doch für sie geht es nicht nur um den Körper. Sie sind Händlerin, wenn man so will. Sie sind gerissen und können so gut reden, wie sie aussehen. Das klingt doch nach einem guten Geschäft. Willst du keine Hetäre sein? Ich bin nicht mehr die Jüngste, oder, Liebste? Bis ich gelernt habe, was die können, empfange ich die Männer auf dem Totenbett. Und das ist nicht gut, das will keiner. Wenn die Hetären nicht hier sind, wo finde ich sie? Die tragen die Nase doch viel zu hoch, um sich mit uns hier unten abzugeben. Wenn du eine willst, findest du sie auf dem Berg, auf Akrokorinth. Sie sind beim Tempel und halten Aphrodites Jünger bei Laune. Okay, danke. Ja, hier. Sie wurde zuletzt im südlichen Teil. Die Hetären haben Kunden beim Tempel der Aphrodite. Ich würde sagen, definitiv erstmal diesen Ort. Wenn wir uns den Ort schnappen, der ist in Akku. Oh, yo, da oben. Ah, yeah.
Was? Ist schon wieder ein Befehlshaber hier? Was ist denn hier los? Alles so nah beieinander hier. Da ist ein Schatz. Okay. Ja, komm, wenn wir schon direkt hier sind. Was siehst du da? Auch ein Schatz, okay. Na komm, wenn wir schon hier sind. Dann regeln wir das eben hier, das Haus des Anführers. Ich sollte möglichst ungesehen bleiben. Das ist mein Bestreben. Er kommt da hoch. Jetzt kommt da noch einer da hoch. Oh jo, ist das euer Ernst? Dann gehe ich woanders hin. Ah, da ist noch einer. Ah, sogar ein Boss. Also, ein stärkerer. Ah je, yeah. Okay. Das hier ist auch ein stärkerer. Wow. Im krassen Attentat haben wir ihn, ne? Eieiei. Sehr gut. So schnappe ich mir ihn auch hier. Perfekt. Perfekt. Ach, guck, hier ist der Schatz. Ein Schatz. X-Vorräte sind da. Okay, der kommt wahrscheinlich jetzt da lang. Frage ist, wer ist der Befehlshaber? Ist das er oder er da unten? Ich glaube, der da unten ist das. Der hat noch so eine Krone drauf. Jawohl. Jawohl. Ach komm, der kommt da auch lang. Dann warten wir auf den auch mal eben. Komm, mein Freund, komm zu mir. Jawohl. Der da unten kniet. Das ist, glaube ich, keiner, von dem wir Angst haben müssen. Kommt dann wieder einer rein? Kommen die denn alle her? Also warum gehen die alle die gleiche Route? Was ist los mit denen? Jawohl. Sehr geil. So, das können wir ja auch stehlen. Und verbrennen das direkt. Oh. Okay, für die Ehre. Überraschung. Okay, für die Ehre. Kumpel, für die Ehre. Für dich auch für die Ehre.
So. Alles für die Ehre, Jungs. Wer bist du denn? Bist du der Schatzbewacher oder wer bist du? Geh weg. Gut. Okay. Ach, ihr könnt da machen, was ihr wollt. Ich will jetzt zum Aussichtspunkt. Oh, historischer Ort entdeckt, okay. Romos. Hier sind so viele Orte, ja. Ich bin da richtig schlimm für mich. Mein Herz blutet, als ich an denen allen vorbeigehe, ohne was zu machen. Oh, nein, nicht in den Tümpel. Ah, ich könnte das Stück jetzt hier reiten, aber das bringt auch nicht so wirklich was. Oh. Boah, hier ist eine Seilrutsche. Oh, geil. Aha. Ätheren haben Kunden beim Tempel der Aphrodite. Ja, das denke ich mir. Jetzt müssen wir aber erstmal klettern. Oh, es ist in der Nähe. Ein Tempel auf der Spitze von Akrokorinth. Danach habe ich gesucht. Okay. Okay, ja, das sieht doch schön aus hier. Da ist auch der Anführer. Aber da müssen wir jetzt auch erstmal hochkommen. So. Der Aussichtspunkt, das ist schon mal gut, dass wir den uns hier dann holen. Dann müssen wir nie wieder klettern. Ah, Olivenbaum. Olivenbaum. Ja, okay, weiter geht's. Ja, jetzt hängst du am Stein oder was? Jetzt haben wir hier hoch. Glaube ich besser. Das ist cool, weil je höher man geht, desto mehr verändert sich die Kameraeinstellung. Das ist immer ganz cool. Wir sind viel weiter entfernt als sonst. Da vorne ist auch wieder dieses gelbe Ausrufezeichen. Das ist wahrscheinlich wieder eine Mission, wo wir irgendeinem Kultisten näher kommen. Viel zu tun hier. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Wir müssen nur noch hier das Gebäude hoch. Ja, komm, gleich hast es. Gleich hast es. Klimmzug, jawoll. Oh, geile Aussicht. Das schon. Oh, Freunde. Hoho. Okay. Auf geht's. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Hier beten die Menschen Aphrodite an. Doch das Schönste hier ist die Aussicht. Das stimmt. Ah, okay. Wo sind sie? Die Hetären sind nicht hier. Da bezahlt ihr für die Mühe, die wir haben, sie zu finden. Wir sind friedfertig. Ciao. Na, kommt her. Meine Zeit ist abgelaufen? Mehr so aus, als wäre deine abgelaufen. Okay. Komm her.
Komm, versuch's nochmal. Schade für dich. Was? Da kommen noch mehr. Okay, alles klar. Let's go. Die habe ich doch schon da in der Ecke gerade gesehen. Hier. Arm. Zwei weniger. Wer waren die? Und warum suchten sie nach den Hetären? Das werden wir hoffentlich jetzt erfahren. Was ist da los? Ach, diese Pflege glauben, der Tempel sei ihnen gewidmet. Die Diebe sind hier, aber keine Hetären. Die Hetären? Die sind viel schlauer als wir. Sie bemerkten, dass ihre Besucher alle auf dem Weg zu ihnen ausgeraubt wurden. Den Männern des Hökers entkommt niemand in Korinth. Männern des Hökers? Ich werde wachsam sein. Er will Geld, Söldner. Und nicht nur das, auch Macht. Sobald du eines von beiden hast, bist du erledigt. Dann ist der Höker ein Krimineller aus Korinth? Er ist der Herr der Schwarzmärkte. Die eine Hand hält er offen für Geld, die andere umschließt eine Waffe. So regiert er. Er ist ein Monster, das sich von Drachmen und Blut ernährt. Also jagt er die Hetären. Wegen des Geldes? Genau. Weil die Hetären so viele Drachmen einbringen, will er alles, was sie kontrollieren. Bei denen gibt es für die Räuber mehr als bei uns. Wenn du die Hetären kennst, dann hast du auch von Antusa gehört. Ich suche sie. Man sagt, sie sei überall. Ich habe sie allerdings noch nie gesehen. Aber die Hetären sehen alles. Sie halten sich beim Pirenebrunnen am Fuße des Berges auf. Dort treffen sie ihre Freier und bringen sie an einen geheimen Ort. Gut. Das nächste Mal solltest du Aphrodite zu Hause anbeten. Ach ja, jetzt, ja, ja, klar. Die ist bestimmt auch nicht da. Ja, die Festung machen wir jetzt nicht. Da gehen wir mal an Schnieke dran vorbei. Aber ich habe den Anführer gesehen, da. Hylos, die Verwüster? Okay, was ist das denn? Hylos, die Verwüster. Was ist das für ein Deutsch? So, Freunde, ich hoffe, ich finde euch hier. Okay. Vielleicht. Kann nicht mehr lange dauern. Nein, bestimmt nicht. Ich bin ganz sicher. Antusa. Ah, also hat uns Alexios endlich gefunden. Du kennst mich? Und du kennst sie. Das ist Antusa. Wir sahen, wie du den Gläubigen beim Tempel der Aphrodite halfst. Du hast dich als Freund erwiesen. Hörst du das, Ikaros? Ihr Auge ist so scharf wie deines. Außerdem ist auch noch jemand für dich eingetreten. Überraschung! Ah. Phoebe. Was passiert, schickt mich. Ich arbeite jetzt für sie, weißt du noch? Ja, aber stimmt. Wieso hier? Korinth ist nicht sicher. Ich musste Antusa erzählen, dass du kommst. Ich habe ein neues Wort gelernt. Botschafterin. Das bin ich. Und nun haben Alexios und ich uns getroffen. Siehst du? Ganz einfach. Und jetzt kann ich dir helfen. In dieser unmoralischen Stadt läuft ein ehrloser Mörder frei herum. Du kannst mir nicht einfach so hinterherlaufen wie damals in Kephallenia. Ob Höker oder Zyklop, ich habe es doch auch hierher geschafft, oder? Ja. Du findest immer einen Weg. Wir sollten hineingehen, Alexios. Wir sind nicht die Einzigen mit wachsamen Augen. Komm mit mir. Kann ich mitkommen? Solange du still bist. Was ist der Anlass deines Besuchs?
Alkibiades erzählte mir von dir. Hat er das? Erzähl weiter. Ich suche nach einer Spartanerin. Sie lief davon, vor langer Zeit. Vielleicht kennst du sie unter dem Namen Myrine. Wer ist das? Sie ist meine Mutter. Deine Mutter? Du hast keine Mutter. Markus meinte, er hätte dich aufgezogen. Was sagte ich noch zum Thema Stillsein? Verstehe. Wir haben später mehr Zeit für deine Fragen, aber nicht jetzt. Einverstanden. Solange du mir am Ende erzählst, was du weißt. Du musst mir vertrauen. Wo ich bin, kommt niemand ohne Glaubwürdigkeit hin. Du hast mein Wort. Und du kannst Alexios immer vertrauen. Warum gehst du nicht spielen, Phoebe? Lass mich mit Antusa reden. Wie du meinst. Ich schlage einen Handel vor. Hilf mir. Hilf uns, stärker zu werden. Stark genug, um den Höker endgültig loszuwerden. Ein einfacher Handel, sei unbesorgt. Einfacher Handel. Ist klar. Ich schlage ein. Eine weise Entscheidung, Söldner. Ich bin nicht aus Zufall so weit gekommen. Ich weiß, meine Chancen zu ergreifen. Ah, es war ja klar, dass das nicht so einfach geht. Dann sind wir im Geschäft. Nun, hast du vom Höker gehört? Den Gläubigen nach zu urteilen, einer, vor dem ich mich in Acht nehmen sollte. Sie haben recht. Ich bin sicher, seine Opfer bereuen ihre Unachtsamkeit. Mein Blick ist wachsam. Dann hast du dich gut behauptet. Du bist nicht tot. Naja, noch nicht. Er hat genug Schläger für eine kleine Armee. Sie greifen jetzt die Menschen auf der Straße an. Uns eingeschlossen. Er bringt Hetären um? Umbringen? Wir sind zu klug dafür. Aber es muss etwas geschehen, bevor es dazu kommt. Ich bin nicht die Einzige, die Hilfe braucht. Meine Mädchen, Damalis und Irina, auch sie leiden. Wieder der Höker? Das bezweifle ich nicht. Unternimm etwas gegen ihre Angreifer und dann wird er leiden. Damalis ist dort beim Brunnen. Aber Irina ist im Garten des Bellerophontes. Hat Damalis erzählt, was los ist? Sie hat nicht viel gesagt, aber ich kenne diese Frauen so gut wie mich selbst. Irgendwas stimmt nicht. Welches Problem plagt sie? Sie sucht nach Clio, einer Hetäre, die verschwunden ist. Ich bin leider zu beschäftigt, um bei der Suche zu helfen. Ich sehe, wie ich helfen kann. Gut, der Höker füttert seine Schläger mit den Drachmen, die er durch Schmuggel verdient. Hauptsächlich Waffen, und das ist umso lukrativer nun, da er am Krieg mitverdienen kann. Also, wenn jemand die Lieferungen an den Höker unterbricht, hungern seine Männer. Ganz genau. Statte seinem Lagerhaus beim Hafen Lecheon einen Besuch ab und brenn seine Fracht nieder. Alles. Das Chaos erledigt dann den Rest. Warum raubt er Leute aus, die selbst kaum Drachmen haben, wenn er ein Geschäft hat? Es ist nicht recht, aber es macht reich. Der Schmuggel ist ein Scheingeschäft. Er stiehlt Sklaven, Unschuldige, die du verschonen solltest. Aber seine Schläger sollen brennen. Seine größte Einkommensquelle zu verbrennen, klingt, als würde man förmlich nach Ärger suchen. Ich will doch meinen neuen Kämpfer vorführen. Außerdem versteht er nur Gewalt und sonst nichts. Ich kenne viele Leute, die diese Sprache sprechen. Dann soll das Lagerhaus zu Asche zerfallen. Oh wow. So viel wieder. Oh wow. Das ist das ist einfach so viel. Wollte ich zerbrechen, nicht aktiviert ist. Ah je. Yeah. Aber immerhin haben wir die Aussichtspunkte. Palast des Agamemnon. Och, Freunde, das ist so viel. Das ist so viel. Wer treibt denn hier sein Unwesen? Hat der Unbedeutende? Ja gut, dann ist egal. Wenn er da ist, unbedeutend. Ah, das ist so viel.
Quests, die Hauptquest, die wir jetzt verfolgen, die hat sich wahrscheinlich, ach ja, getrippelt, natürlich. Okay. Ja, Damalis haben wir gerade schon gesehen, die steht da vor der Tür. Oh ja, ja, hier, genau. Da, 4 von 9 Fragmenten, ne? Habe ich nicht drauf geachtet. So, ja. Viel zu tun. Es wird nicht weniger. Blitzbringer haben wir da auch noch. Kopfgeld für eine Söldnerin. Bremusa. Oh, Bremusa. Da bin ich mal gespannt, ob ich das in den 21 Stunden schaffe. Weiß ich gar nicht. Ares und die Wilden. Bitte Anhänger des Ares in der... Achso, ja. Okay. Ja, Freunde. Ne? Eine Hauptmission verfolgt. Jetzt haben wir... 2 Missionen mehr. Statt eine Hauptmission sind es jetzt im Endeffekt 3. Und dann haben wir ja auch noch hier die Piraten. Ah ja. Der Insel Chaos, oder? Wo ist denn Chaos? Naxos. Thasos, Lesbos. Samos, Kos. Fki. Sarah, hier könnten wir auch mal wieder hinreisen. Ach, guck mal, hier sind auch noch Missionen. Ey. Wohlhabende ist da. Ist auch noch eine kleine Insel. Da ist ein Aus. Ach ja, das ist Dingens. Hephaistos. Kalinia, Phokis, Makedonien, Thasos. Oh, wow. Ja. Okay. Also, ich würde dann sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge aus Korinth mit Damalis und mit allem anderen, was dazugehört. Also, macht's gut. Ciao.